Flippity Flip Flop, meine Freunde, und es geht weiter mit House Flipper. Ja, die letzte Folge haben wir ein paar Häuser gemacht, die waren ein bisschen länger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang genau. Etwas mehr als eine halbe Stunde. Dementsprechend, wir werden auf jeden Fall hier jetzt die drei Aufträge machen. Wir fangen mit dem unteren an. Einmal Wände einreißen und neu streichen. Das werden wir natürlich mit Freude erledigen. So. Zerstöre die Wände. Das machen wir doch gleich. So. Wupp. Bumm. Zap. Das ist doch gar kein Problem, mein Freund, für uns hier. Den Hausmeister. So, zap. Wupp. Einfach alles einreißen. Gar kein Problem. Das machen wir doch mit links. So, du kannst einmal zumachen. So, zap. Zap. So, brichst du bitte noch zusammen, mein Freund. So, zap. Wupp. So, sehr schön. Jetzt kommt noch das Gedöns hier noch weg. Wupp. Zap. Sehr schön. So. Ich glaube aber nicht, dass das hier so sein soll. Dementsprechend kommt das hier natürlich auch noch alles weg. Bumm. Zap. Das da oben hängt auch noch. Das muss natürlich auch noch weg. Ja. Und kabumm. Kabumm. Dann haben wir natürlich erstmal eine Verbesserung. Was können wir hier machen? Zerstörung, schnelleres Abreißen, Leistung gesteigert. Leistung steigert um 5%. Wir nehmen mal den verbesserten Hammer. So, zap. Und knallen hier volle Karacho einfach rein. Bumm. Zap. Immer schön den Helm tragen, ansonsten kommt euch irgendwas auf den Kopf. Das muss natürlich nicht sein. Ja. Dementsprechend immer etwas aufpassen. Ja. So, zap. Damit wäre ja dann das hier erledigt. Und jetzt wieder hier noch. Warte mal. Müssen wir erstmal hier Wände aufbauen, Gegenstand verkaufen. Zap, tschüss. Jetzt will er dann noch die Wand hier weg haben. Ja, scheint so. Wupp. Krachen wir einfach hier einfach mal alles ein. So, zap. Alles weg damit. Ach, alles weg, was keine Miete zahlt. Dementsprechend weg damit. Wupp. So. Zap. Das ging ja doch schneller als gedacht. So, zap. Ding verkaufen. Wupp. Dann einmal hier unten noch hin. Zap. Zap. Neue Fertigkeitspunkte erhalten. Das machen wir doch mal. Leistung, schnelleres Abreißen. Schnelleres Abreißen ist immer gut. Wupp. Wupp. Zap. 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 So, dann hauen wir einmal da oben in die Ecke rein. Zap. Und einmal hier rein. Dann kommt das Ganze schon auch schon nach unten. Müssen wir nur einmal warten, bis der ganze Schmutz auch einmal despawnt. Zap. So. Dann müssen wir noch einmal gucken, was der sonst noch wollte. Aufgabe: Schlafzimmer einmal streichen. Jetzt muss ich einmal nochmal das Schlafzimmer finden. Das ist es nicht. Das bist du. Gut. Streiche mit den Farben schläfriges Blau. Dann holen wir uns nochmal den M-Eimer. So, zap. Nee. Nein. Mit dem Hammer kann ich schlecht streichen. So. So, zap. So. Farbe schon wieder leer. Na dann, weiter geht's.
So, zap. So. Zap. Sehr schön. Oh. Farbe schon wieder leer. Ab geht's. Wenn das auch nur im Real Life so schnell gehen würde, ne? Das mit dem Streichen. Ja, so, zap. Farbe wieder leer. Wieder hin. Und Abfahrt. So. So, zap. Ah, so. Ja, wie geht's euch eigentlich? Mir geht's immer noch, sag ich mal, mehr oder weniger den Umständen entsprechend. Aber mir geht's auf jeden Fall gut. Nicht schlecht und nicht scheiße, aber auch nicht beschissen. Ah, oder wie würde man sagen? Den Umständen entsprechend. Dementsprechend, ja. Es wird, sag ich mal, so, zap. Ja. So, wupp. Dementsprechend nicht unterkriegen lassen und einfach weitermachen, wie sonst auch. Ja. So, zap. Wir haben auf jeden Fall irgendwas bekommen. So, theoretisch könnten wir damit jetzt den Job beenden. Aber wir wollen natürlich das Maximum rausholen, was möglich ist. Und dementsprechend machen wir natürlich auch alles nach dem Kundens Wunsch. Ja, so. Farbe schon wieder leer. Eieieiei. So, zap. So, das ist auf jeden Fall gut, dass wir hier auf jeden Fall keine Farbe mehr verschwenden. Das finde ich sehr schön. Ja, so, wupp. Können wir hier noch einmal streichen. Ich weiß nicht, ob wir die Decke auch machen sollen. Weil er hat ja gesagt, Wände. Und ja, eine Decke ist ja so gesehen auch eine Wand. Dementsprechend schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Wände vor uns, so wie ich das noch richtig sehe. Die machen wir natürlich auch noch als erstes fertig. Ja. So. Erstmal was trinken. Ja. Ihr wisst ja, trinken richtig und wichtig. Ja. So. So. Dementsprechend. Das nie vergessen. So, zap. Okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber. Naja. Achso, einmal ist leer. Okay. Das heißt, wir müssen uns dann nochmal ein. Kaufen. Wupp. Den anderen können wir dann verkaufen. Wupp. Zap. So. Könnte aber auch einfach nur sein, dass sich das Draht ein bisschen spiegelt. So. Zap. Wir frischen einmal auf. Zap. Sehr schön. Ja, es sieht auf jeden Fall, sage ich mal, schon mal ganz angenehm aus hier. Ja, damit kann man auf jeden Fall besser arbeiten als mit dem Dunkelblau. Ja, es ist schon eigentlich schon fast eher schwarz, würde ich sagen. Ja. Die Musik, die passt irgendwie auch so ein bisschen schläfrig. Ja. So. Damit kann man, sage ich mal, doch ganz gechillt mit was machen. So, wir haben Streiche, die Wände. So, das heißt, wir machen einfach hier auch noch die Decke. So, zap. Ich weiß nicht, ob der Kunde das auch wollte, aber es wird jetzt einfach erledigt. So, neue Fertigkeit haben wir. Aha. So, zap. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auch komplett. Ja, so, wupp. So, der Eimer ist auch bald wieder leer. Das heißt, das sollte hoffentlich noch ausreichen, um hier die Tapete fertig zu machen. So. Einkommen wäre damit dann so gesehen schon mal gesichert. Ja. Schläfriges Blau. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Ja, so.
Scheint mir aber persönlich gerade nicht danach auszusehen. So. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall jetzt, so gesehen, uns verabschieden. Wir können hier noch einmal hier eine Steckdose hinklatschen. Und ich würde mal sagen, hier noch eine Steckdose hinmachen. Mach das Licht an. Wo habe ich die andere hingeklatscht? Da ist Licht an. Das ist ein bisschen suboptimal. Klatschen wir eine hier hin. Die andere ist da. Das heißt, die kommt dann, würde ich jetzt mal sagen, einfach mal hier hin. So. Damit haben wir dann auch unser Portfolio, so gesehen, hier erledigt. Das heißt, Auftrag beenden. 99% des Auftrags sind erledigt. Beenden war und damit heißt es, erster Auftrag dieser Folge mehr oder weniger erfolgreich beendet. So, jetzt können wir hier einmal gucken, ob wir hier, ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Guten Tag, ich bin eine ältere Person und vermiete schon seit Jahren Wohnungen an Studenten oder Studentinnen. Leider hat mich in diesem Jahr ein schreckliches Unglück ereilt. Ich habe es mit einer äußerst verdächtigen Gesellschaft zu tun bekommen. Sie haben nicht rechtzeitig gezahlt, also bin ich gekommen, um zu überprüfen, was hier vor sich geht. Als ich die Tür zur Wohnung geöffnet habe, war mir klar, als ob mir das Herz im Leibe stehen bleiben würde. Das ganze Haus versaut auf dem Boden, überall Bierdosen. Akzeptieren wir. Und räumen auch da einmal. Uff, nee. So. Auch außen. Müssen wir hier jetzt einmal außen jetzt aufräumen, oder was? So. Zap. Gucken wir mal, ob wir hier auch außen 552. Ja. So. Eieieiei. Hier sieht's aus wie Hempels unterm Sofa. Ach du Kage. WhatsApp. Wenn du eine Person mit Kakerlakenphobie bist, kannst du in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken in Glasstücke verwandeln. Aha, okay. So, zap, zap. Staubsaugen. Zap. Oh, Bob. Ah. Ich lasse das jetzt einfach mal an, weil ich habe damit jetzt keine Probleme mit. Ja? Um ehrlich zu sein, dementsprechend, ja. Wäre das, sag ich mal, genügend Kakerlaken umgebracht, du hast ein Kakerlakennest zerstört. Das ist mir egal, es muss alles mit hier. So, zap. Ja, so, wupp, wupp. Ja, alles muss hier raus. Ja, so. Wupp. Nein, das ist nicht gut genug. Ah, oh, komm. Lass mir das einfach mal da. Oh, zap. Jetzt komm doch her, du Scheißviech. Dankeschön. So, zap. Räume den Müll auf. Jawohl. So, zap, zap. Ah, also, mal ganz ehrlich. Ach, du Scheiße, was. Was ist hier nur passiert, Mann? Ach du Kacke, Alter. So, zap, zap. So. So, wupp. Ach du Scheiße, ey. Wupp. Wupp. Er kommt her, meine Freunde. So, machen wir das doch mal ganz einfach. So, zap. Dich entwende ich mal ganz kurz. So, zap. Wop, wop, wop. So. Also, das ist wirklich mal eine Hausnummer hier. Also, das ist. So, zap. Dich können wir erstmal wieder da hinstellen. Also ich dachte ja persönlich schon immer, dass mein Zimmer unordentlich ist, ne?
Aber wenn man das hier sieht, da ist mein Zimmer einfach nur sauber dagegen. Also ganz ehrlich. Also, ja. Wir machen alles nach und nach. Erstmal hier den ganzen Müll weg machen. Dann müssen wir auch wieder hier neue Sachen ran anreichern. Na? So, da spielt gerade ein Kollege Hogwarts. Hogwarts Legacy habe ich leider nicht, aber ansonsten würde ich das auch spielen. Na? So. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Fähigkeitspunkt. Sehr schön. So, zap, zap. Ah, so. Wir machen, wie gesagt, erstmal alle Räume hier mal mehr oder weniger sauber werden. Dann nach und nach hier auf jeden Fall mal die Dinger dann reparieren und was weiß ich. So, wenn wir dann jetzt schon hier sind, dann kann ich einmal gucken. Hier drüben haben wir noch einen Raum. Da muss auch noch mal einmal alles gemacht werden. So, zap, zap, zap. Ah, so. Ach du Scheiße, ey. Kannst du eigentlich einmal komplett neu einrichten? Das hier, das ist wirklich. Fenster reinigen, das ist ja jetzt wieder ein absoluter Spaß. Ah, so, zap. Weil ich ja auch Fenster so gerne reinige. Ah, so, zap. Ah, vor allem mit dieser absoluten Racken-Steuerung. Ah, so, zap. Ah, so, wupp. Wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir auch einmal es richtig machen. Zap. Müssen wir noch einmal runter. So, zap. Jetzt einmal noch hier lang. Wupp. Fenster öffnen. Nee. Dann habe ich hier einmal. Zap. So. Wupp. Wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir auch einmal so gesehen wirklich einmal alles neu machen. Ah, so, zap. So. Weil das ist wirklich nur Katastrophe. So, zap. Fenster reinigen. So, zap. Wupp. Miau. Wupp. Irgendwie macht das schon Spaß, muss ich ehrlich sagen, ne? Aber irgendwie ist das halt aber auch so steuerungstechnisch halt echt gewöhnungsbedürftig, ne? Das ist einfach nur etwas. So, zap. So, so, zap. Hier führt anscheinend nach Heizung. So. Kannst Heizung montieren. Aufräumen 50% schneller. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigung. Wir nehmen mal den guten Mob. Streiche drei Wände gleichzeitig. 20% weniger Farbe hört sich gut an. So, zap. Das heißt, jetzt müssen wir aber einmal in den Shop. Dann müssen wir einmal hier hin. Nee, Heizung. So. Kaufen. Jawohl. So, zap. Montieren. Ah, das ist natürlich mal wieder astrein, Leo. Bist du mal wieder sehr schlau dran gegangen. So. Wupp. Wupp. Um hier einmal das hier zu reparieren. So, zap. Dann müssen wir hier einmal mit dem Besen lang. Dann können wir das einmal nutzen. Zap. Können wir den dann wieder irgendwie. So. Können wir den nur da hinstellen. Das können wir eigentlich auch einmal wieder richtig hinstellen. Irgendwie. So. Zap.
würde ich mal sagen. Ah. So, dann haben wir das hier doch schon mal. Dann können wir einmal wieder den Mob rauspacken. So, zap. Ah, zap. Einmal hier Couch neu machen. So, zap. Den Boden. Ah, so. So, dann sieht das doch schon mal auch erstmal wieder nach etwas halbwegs brauchbarem aus, sobald wir hier, sag ich mal, mehr oder weniger alles erledigt haben. Ja. Ja, es ist halt ein bisschen nervig, hier alles, sag ich mal, ordentlich zu halten. Das kennt wahrscheinlich jeder, der, sag ich mal, alleine lebt. Ich lebe nicht alleine, ja, sag ich von vornherein. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie, sag ich mal, doch befriedigend, wenn man das sieht, wie war es vorher, wie ist es jetzt. Ja, das ist dann doch immer irgendwie doch ein schönes Gefühl, das alles dann irgendwie zu sehen. Ja. So, jetzt muss ich hier noch die Fenster einmal reinigen. Das ist ja absolute Katastrophe. Ja, so, zap. Wupp. Zap. Ah, so. Wischen wir einmal hier rüber. So, zap. Miau. Wupp. Da oben im Eck ist noch was. So, zap. Da unten ist noch was. So, dann können wir hier wieder den Besen einmal rausholen. So, dann fehlt hier auch wieder eine Heizung. Kaufen. Zap. Heizung anbringen. Da ist doch alles gar kein Problem für uns hier. So, reinige den Schmutz. So, das können wir eigentlich auch erstmal wieder richtig hinstellen. So, zap. Ich denke mal, so stand das vorher auch nicht. So, zap. Das können wir eigentlich auch mal wieder richtig hinstellen. So, zap. Das, keine Ahnung, wohin das gehört. Das packen wir einfach mal. So. Dahin. Obwohl, nee, das gehört dann, wenn dann, wahrscheinlich eher hierhin. Dementsprechend drehen wir die schon mal. Küche scheint damit dann schon mal fertig zu sein. So, zap. So, dann gucken wir mal. Machen wir erstmal hier den Gang fertig. Können wir hier ins dieses Zimmer gehen. Hier müsste auf jeden Fall wieder eine Heizung rein. Ja. Ohne Heizung ist nichts gut. Das weiß jeder. Ja. So, zap. Haben wir hier sonst noch Dreck? Ja, wir haben hier noch Dreck. Jawohl. Das heißt, dann Fenster noch reinigen. So. Wupp. Miau. Wupp. Zap. Miau. Ey, das Fenster ist doch noch gar nicht sauber. Hallo. Hey. Naja, auf jeden Fall wieder eine Heizung. Wupp. Wupp. Naja. Soll mich jetzt nicht stören. Ja, wenn Spiel sagt, ist so, dann ist so. Ja, so, zap. Belassen wir das jetzt einfach mal so. Zimmer fertig. So. Hier müssen wir auf jeden Fall auch wieder was anbauen. Ja. So, wupp. Das kann erstmal zu. Hier kommt wahrscheinlich dann einmal aufdrehen. Wupp, wupp. Wupp. Da kommt dann ein Spülbecken hin und hier kommt eine Heizung hin. Das heißt, nee, zurück, zurück. Türen, nein. Was, wie heißt das? Badezimmerheizung. Badezimmer, Bade. Zimmer. Ey. Bade. Wasserinstallation, freistehende Badewannenabfluss. Badezimmer.
Möbel, nein, nein, Anschlüsse, Heizkörper fürs Baden, Großheizung, Wasserinstallation eines Wasserinstallation. Du kannst Badezimmerheizung kaufen und hier montieren. Badezimmerheizung. Heizkörper fürs Baden. Ist das damit gemeint? Oh, so. Montieren. Wupp. Ah, hier oben ist noch Dreck. Ah, alles klar. Gut, dass ich das gesehen habe. So. War natürlich alles geplant. So. Ja. Zap. Zap. So. Dann gibt man hier mal eben den Mob her. So. Ja, zap. Wupp. Jetzt kommt hier noch ein Waschbecken hin. Waschbecken. So, zap. Wasch. Ah. Fenster, Boden, Anschlüsse, Türe, Fenster. Badezimmer, Armatur, Toilette. Badewanne. Dunkler, heller. Holzschrank mit Waschbeckenrest. Yeah, so. Dann sagen, das machen wir dann einfach. Wie sieht denn das hier aus? Alles weiß, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, da oben. Da das Bad irgendwie ein bisschen trostlos aussieht, machen wir das doch mal ein bisschen heller. So, zap. Weil geht mir schon irgendwie so ein bisschen auf den Strich, dass das hier so ein bisschen unschön ist. So, zap. So. Machen wir das für einen schönen Blau hier einmal. Ah, so, zap. So. Zap. So. Ach ja, ach ja. So, zap. Kann ich nochmal? Jawohl. So, zap. Ah. Auch wenn es nicht dazugehört, dass wir das hier streichen, aber so ein trostloses Bad, das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, oder was meint ihr? Aber ich finde es langweilig, wenn es einfach so trostlos ist. Ja, so, zap. Wupp. Ja, streich mir die Decke gleich auch einfach mit. So, zap. Haben wir das gleich auch hinter uns. So, wupp. Zap. Wupp. Wupp. So. Jetzt brauche ich aber immer noch mein. Ein Waschbecken. So. Ein Waschbecken brauche ich. Anschlüsse. Installation. Heizung. Nee. Türen. Nee. Leiter, Glaswände, Fenster, Badezimmerarmatur. So. Kaufe ich das? Machen wir das einfach einem schönen Blau. So, zap. Wupp. Ah. So, wupp. Miau. Zap. Jawohl. So, weil wer hätte denn nicht gerne ein schönes Badezimmer, ne? Ganz ehrlich, wer hätte es denn nicht gerne? Ja? So, zap, wupp. Badezimmer ist damit also dementsprechend auch fertig. Obwohl wir könnten eigentlich. Nee, 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 wir lassen das. Wir belassen das jetzt mal damit. Stimmt, hier müssen wir noch aufräumen. So, zap. So. Wupp. So, zap. Das muss einmal gedreht werden. So, zap. Dass das hier ein Kinderzimmer ist, muss hier natürlich dann auch irgendwie so leicht so
danach aussehen, dass das ein Kinderzimmer ist, ja? So, zap, wop, wop. Das heißt, wir müssen hier erstmal auf jeden Fall wieder eine Heizung einbauen. So. Anschlüsse. Nee, warte mal. Aufgaben, Verbesserung. Hier, Aufgaben. So, zap, wop, kaufen. Anbauen. Zap. So. Oh, was ist denn so eine Farbe für ein Kind, würde ich jetzt mal sagen. Ah, so. Mir fehlt halt auf jeden Fall ein paar Sachen. So, Flur reinigen. Schlafzimmer, streiche mit Farbe weiß, montiere. Schlafzimmer, Badezimmer. Waschmaschine? Ah, Badezimmer, okay. So. Flur. Reinige die Verschmutzung. Wohnzimmer, reinige die Verschmutzung. So. Muss ich hier erstmal nochmal überall nachgucken. Genau, so, zap. Hier ist wieder was aufgetreten. So, zap. So, wupp. Ja. Das nimmt doch gut Zeit in Anspruch, würde ich mal sagen, ne? So ein Ding zu pflegen hier. Ja. So. Reinige den Flur. So, zap. Bob. Da ist das anscheinend das Schlafzimmer, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, so. Zap. Bob. Eigentlich sagte ich ja von Raum zu Raum was fertig machen. Aber was ist das hier? Schlafzimmer 19 Quadratmeter. So, Schlafzimmer 19 Quadratmeter, Heizung, jawohl. Montieren wir, kein Problem. Dann machen wir das doch. Zap. Miau. Ja. So, Fenster reinigen. Müssen wir natürlich auch noch machen. Das heißt, damit beginnen wir gleich auch direkt. Wupp. Miau. So, Fenster gereinigt. Nächstes Fenster, her damit. So, zap. Miau. Aber ihr könnt mir mal gerne mal sagen, welche Spiele ihr sonst noch bei mir mal sehen wollt. Ja, ich hatte irgendwann mal auch mal eine Liste gemacht von allen Spielen, die ich derzeit so gesehen besitze. Ja, dementsprechend könnt ihr mir da natürlich auch gerne mal einen Vorschlag hervorbringen, was ihr denn sonst noch gerne sehen wollen würdet bei mir. Ja? Ich bin für jeden Vorschlag so gesehen offen. Ja? Dementsprechend könnt ihr da natürlich gerne mal eure Wünsche äußern. Ja? So, zap. Stellen hier mal ein bisschen was um. So, zap. So, wupp. Dass das hier auch mal ein bisschen geräumlicher aussieht, würde ich mal jetzt fast schon sagen, ne? So, zap, wupp. So, das sieht doch schon mal besser aus. Das heißt, ah, hier ist aber noch Dreck, soweit ich richtig sehe. So, zap, wupp, genau. Ihr seid mir ein paar Schlawiner. So, zap. So, das Bett kann dann dementsprechend auch wieder an seinen alten Platz zurück. Wupp. Heißt, der Raum is done. So. Irgendwo soll noch hier Dreck sein. So. Zap. Aha, hier an den Wänden also. So, zap. Dann habe ich hier natürlich noch das eine Badezimmer. So, zap. Da muss natürlich auch was gemacht werden. So. Upp. Ich glaube, hier wollte der gute Herr, Dame, wie auch immer, glaube ich, auch etwas haben. So. Ein Heizkörper. Heizkörper, jawohl. Zap. Bumm. Einmal ran damit an die Golde Olga. So. Wupp. Zap. Zap. Ping-Pong. Neue Fähigkeit erhalten. Gucken wir doch mal. Schnellere Vergipsung,
Schnellere Montage machen wir, gar kein Problem. So, aber hier ist anscheinend noch mehr Dreck. Das heißt, das muss erstmal weg. Hier ist noch Dreck, der muss ja weg. Ja? Einfacher Kinderreim. Ja? So, zapp. Das heißt, hier muss dann noch eine Emma ein Bauwaschmaschine. Weißt du was? Scheiß drauf. Einfach. Einfach ran hier. So, zapp. Muss erstmal die Rohre verlegen. Ah, aufdrehen. Ja, wupp, wupp. Kannst jetzt die Waschmaschine. So, zapp, wupp, wupp. Zapp. Bdd. Ob das wirklich auch so eine Art im Real Life ist? Ja. Wer weiß das schon? Ja, das können wahrscheinlich eher die Monteure dann von uns so sagen, ob das wirklich so der Fall ist. Ja, so, zapp, wupp. Ah, ob man wirklich das erstmal alles hier so gesehen aufdreht und was weiß ich macht. Na, ich habe davon ja überhaupt gar keinen blassen Schimmer. Dementsprechend, ja. Haben wir hier sonst noch Dreck? Scheint so. Ja, guck dir das mal an hier, was hier noch für Dreck herrscht. Ach du Kacke. Ah, so, zapp. Das heißt, nächstes Ding auch fertig. Hier scheint noch irgendwo Dreck zu herrschen. Ah, zapp. Jawohl. So. Laut der Minimap soll das hier sein. Ist aber jetzt auch fertig. Hey, mach mal auf das Tier. So, zapp. So, muss ich das einmal wegpacken? Einmal hier irgendwie. Gucken. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt keinen Dreck. Dementsprechend packen wir das mal wieder dahin. Können einmal hier gucken. Da sehe ich es doch. So, zapp, wupp. Haben wir hier noch irgendwie Dreck? Doch, sagt er mir. Jawohl, damit ist das dann auch getan. Was ist hier für ein Problem noch? So. Ah, da, alles klar, ich sehe es. So, wupp. Damit haben wir dann das Zimmer auch fertig. Das können wir erstmal alles wieder schließen. So. Zumachen. So, was war hier jetzt der Fall? So. Fenster reinigen. Jawohl. So, hallo. Ich würde gerne. Da ist noch das Fenster, das noch gereinigt werden muss. So, wupp. Ja. Natürlich mache ich das nicht so schmuf wie andere Leute, aber hey, so zapp. Das heißt, dieses Zimmer scheint dann dementsprechend auch fertig zu sein. Wir gucken mal Flur. Flur muss noch gemacht werden, der 6 Quadratmeter große. Schlafzimmer 13 Quadratmeter. Ja. So. Wohnzimmer ist fertig, Schlafzimmer ist so gesehen fertig, Wohnzimmer. So, das heißt, das Ding ist fertig. Hier ist anscheinend noch irgendwo Dreck, so wie es aussieht. Ah, so, zapp. Aber das belasse ich jetzt erstmal, sage ich mal, freundlicherweise so. Ah, so, zapp. So. Hier haben wir einmal noch was zu tun. Genau, hier oben haben wir Dreck. Jawohl. So, zapp. Das ist der Haupteingang. So, zapp. So. Dann haben wir hier noch einiges zum Saubermachen. So, wupp, sehr schön. Fenster reinigen machen wir natürlich auch wieder. Wie die absoluten Vollprofis. Ja, so, zapp. Miau, wupp.
Sub. Bob. Wenn machen wir das dann richtig. So. Haben wir hier einmal den. Nein, den Besen. So, zap. Hier fehlt eine Heizung. So, zap, zap. Da müssen wir natürlich auch einmal ran. Wupp. Ja. Welchen Anime schaut denn ihr, wenn ihr Animes guckt? Oder was schaut ihr in der Zeit generell? Schaut ihr Animes? Wenn ja, was ist euer Lieblingsanime? Oder was guckt ihr derzeit sehr gerne? Ja. So. Wir haben auf jeden Fall wieder eine neue Fähigkeit. Du siehst die Mehrheit. Ultra Hyper Mob. Aufräumen 50% schneller. Machen wir aufräumen doch. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, zap. Das nehmen wir. Dich können wir einmal umdrehen. So, zap. Stimmt, hier fehlt eine Heizung. So, shop. Zurück. Heizung. Jawohl. Boom. Anbauen. Zap. Ping, ping. So. So, das haben wir dann also dementsprechend auch geschafft. Das heißt, das können wir hier auch wieder einmal drehen. So, zap. Boom. Geschafft. 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 So, Kinderzimmer. War hier noch ein Fenster reinigen. Genau. So, zap. Wupp. Miau. Also. Das heißt, Kinderzimmer ist dann dementsprechend auch dann. So. Flur, Schlafzimmer, Badezimmer. So. Das ist jetzt der Flur. Das ist hier Flur, Schlafzimmer. Ist das hier jetzt das Schlafzimmer? I don't know. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Schlafzimmer 13 Quadratmeter. Das ist Schlafzimmer 17 Quadratmeter. Schlafzimmer 17 Quadratmeter sind wir fertig. Gut, so. Hier sind wir jetzt Flur 6 Quadratmeter, Schlafzimmer 11 Quadratmeter. Schlafzimmer. Warte mal. Schlafzimmer 11 Quadratmeter. Fertig, okay. So, zap. Das ist jetzt Schlafzimmer 13 Quadratmeter. Hier wollte er einmal es gestrichen haben. So, zap. Nee. Zap. So, wupp. Einmal in weiß, der gute Herr. Das kriegen sie natürlich. Das ist kein Problem für mich. So. So, wupp. Das erledige ich doch sehr, sehr gerne. So. Zap. Weil schwarz und schwarz so, muss jetzt nicht so unbedingt alles sein, aber es gibt natürlich Leute, die mögen das und denen sollte man da, sag ich mal, jetzt auch nicht unbedingt so reinreden. Na, dementsprechend alles bestens. Du bist der Boss. Wir machen das. Na, dementsprechend keine Sorge. Alles bestens. Na. Wir machen das so, wie sie es wollen. Und alles andere überlassen sie es einfach uns. Ja? Dann passt das. So, zap. Hopp. Barbie schon wieder leer. Hopp. Ja, irgendwie geht die Farbe immer so schnell leer. Das finde ich jetzt nicht ganz so cool, muss ich ehrlich gestehen. So, zap. Ja. So, zap. Aha. Hopp. Zap. Hopp. So.
Räume den Müll auf. Wo haben wir denn hier sonst noch Müll? So, wartet mal. Erstmal das Ding wieder hier verkaufen. Wupp. Zap. Ansonsten sieht die Bude doch hier ganz gut aus. So, zap. Das heißt, jetzt das haben wir fertig. Schlafzimmer 19 Quadratmeter. Das war das andere Ding. So. Das war das Badezimmer. Das war das 17 Quadratmeter Ding. Wohnzimmer ist nur noch Müll. Flur ist nur noch Müll. Badezimmer müssen wir noch ein Fenster reinigen. Hier gibt es kein Fenster. So, zap, zap. Genau, das Fenster muss noch einmal gereinigt werden. Zap. Ach ja. Es ist auf jeden Fall mal was Schönes, so zum Entspannen zu zocken. Ne? So, das heißt, das Badezimmer ist auch dann. Das heißt, hier haben wir jetzt noch das Schlafzimmer. So, wartet mal. Hier sind wir im Schlafzimmer 19 Quadratmeter. Wohnzimmer, Flur, Reinigung, räumen wir den Müll auf. Wo soll denn hier sonst noch so Müll liegen? Ah. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und das heißt, wir können hier auf jeden Fall auch sagen, Job is done. Na, so. Ich schau mal ganz kurz, wie lange sind wir dabei? Ach du Kage. Das heißt, wir beenden hier wieder. Ich bedanke mich, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Und dann, sobald wir wieder in unserer Bude hocken, sehen wir und hören wir uns dann dementsprechend in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Oder beim nächsten Spiel. Ich weiß es noch nicht. Macht es gut. Tö mit Ö. Bis dann und ciao.